Heute besprechen wir, wie du das Pareto-Prinzip aka die 80-20-Regel konkret in der Oberstufe anwenden kannst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und auch wenn du einen absolut geilen Abischnitt haben willst, ist es oft sinnvoll, nach dem 80-20-Prinzip zu handeln, was ja die meisten von euch schon kennen. Einfach kurz erklärt, ganz grob formuliert: ein kleiner Aufwand ist meistens für einen wesentlich größeren Teil der Ergebnisse zuständig. Und wenn ihr das noch nicht verstanden habt, schaut euch ein anderes Video an, wo das erklärt wird. Wir starten jetzt direkt in konkrete Anwendungsbereiche in der Oberstufe rein, wo man eben merkt, okay, wenn du in diesen Bereichen einen besonderen Fokus drauf legst, machen die viel, viel mehr aus als alle anderen. Und du wirst quasi durch diesen kleinen Teil, nur dadurch, dass du dich darauf konzentrierst, schon einen Großteil deiner Resultate, also vor allem deiner Noten natürlich, ausmachen können. Erstens die Notenverteilung. Das habe ich ja schon im Oberstufen-Guide mal angeteasert. Den findet ihr hier rechts oben im i. Könnt ihr euch auch gerne nach dem Video anschauen. Da habe ich das ja schon mal kurz angeschnitten. Und zwar, es ist so krank. Viele denken, okay, Oberstufe 2 Jahre geht halt jeder Tag gleich. Oder zumindest so jedes Jahr ist er gleich. Und das ist einfach überhaupt nicht der Fall. Denn die 11. geht ein gesamtes Jahr. Die 12. eher so ein Dreiviertel des. Trotzdem ist es in der 11. so, dass du da ja nur ein Drittel aller Noten bekommst und in der 12., dass da das Abi auch noch mit drin ist, du quasi in einem Dreivierteljahr, nicht ein ganzes Jahr, aber du hast quasi trotzdem wieder in jedem Fach 2 Einbringungen plus dann noch die Abi-Prüfungen, was ja 2 Drittel ausmacht. Das bedeutet, du hast eigentlich in, keine Ahnung, 40% der gesamten Oberstufenzeit fast 70% deiner Noten. Wenn wir es noch krasser ausdrücken wollen, wenn wir nur die Abi-Zeit betrachten, sagen wir mal, die Abi-Phase dauert 2 Monate, okay, mit Vorbereitung sogar, dann hast du in weniger als 10% 33% der Ergebnisse. Versteht ihr das? Dass theoretisch in 9% der gesamten Zeit, die letzten 9% deiner Oberstufenzeit, macht nochmal ein gesamtes Drittel deiner Endnote ab. Deswegen sage ich auch immer, Leute, auch wenn die 11. nicht so geil lief oder jetzt ein paar Prüfungen daneben ging, wenn ihr euch vor allem in der 12. und dann ganz speziell noch in der Abi-Phase richtig reinhaut, dann könnt ihr richtig, richtig viel nochmal bewirken. Zweitens, beim Melden. Leute, ob du dich 3 oder 8 Mal meldest, ist ein wesentlich kleinerer Unterschied, als wenn du dich 0 statt 3 Mal meldest. Das bedeutet für diejenigen, die sagen, hey, ich will irgendwie eine bessere Mitarbeitsnote und so weiter, aber ich traue mich zu melden. Versuch dir einfach nur 1, 2, 3 Mal zu melden. Und du wirst schon bei den absolut Besten in deiner Klasse dabei sein. Wohingegen, wenn du jetzt jemand bist, der sich so ohnehin viel meldet und aber noch, anstatt vielleicht die 12, 13 Punkte, wirklich die 14, 15 haben will, versuch mal nicht die ganze Zeit dich 20 Mal zu melden, weil du denkst, ja, okay, dann sagt er schon wieder was Offensichtliches so, sondern versuch mal wirklich einfach jede Stunde dich echt zu konzentrieren. Hey, wie kann ich jede Stunde 1, 2 Knaller raushauen? Weil lieber meldest du dich 5, 6, 7 Mal und davon sind 1, 2 Mal eine richtige Knaller, wenn der Lehrer sich denkt, damn, als dass du 20 Mal was sagst, was auch sonst jeder andere Idiot in der Klasse hätte sagen können. Drittens, beim Lernen. Speziell Geschichte ist da immer so mein Favorite-Beispiel, weil ohne Spaß. Bei uns, unsere Geschichtslehrerin in der Oberstufe hat es ungefähr immer so gehandhabt. Ja, also bis zur nächsten Stunde lernt bitte den Hefteintrag und lest euch die Seiten, keine Ahnung, 42 bis 66 durch. Ja, und dann hast du im Prinzip den Hefteintrag, der geht 3 Seiten, dann hast du über 20 Seiten, die du im Geschichtebuch lesen sollst. Und die meisten Leute, oder gerade die, die gute Noten haben wollten, ich meine, die anderen, die sich juckt haben, die haben gar nichts gemacht, aber die, die gute Noten haben wollten, haben dann immer alles gemacht und so, hast du auch alle Seiten gelesen? Ich so, nee, eigentlich nicht. Weil was ich realisiert habe, das, was auf diesen 22 Seiten steht, ist im Prinzip nur der Hefteintrag krass ausformuliert und vielleicht noch ein paar extra Zusammenhänge. Im Prinzip ist es nur Bonuswissen. Das bedeutet, wenn du dich nur auf diesen Hefteintrag fokussierst und den wirklich gut kannst, kannst du nachher in der Abfrage bestimmt, es reicht meistens easy für 13 Punkte. Wenn du dann noch smart bist und ein bisschen Hintergrundwissen hast, ein bisschen Grundwissen, was dir auch immer wieder abgefragt wird in der Geschichte, dann kannst du auch die absoluten Top-Bereiche schaffen. Hingegen, wenn du aber die ganze Zeit dich drüber schreibst, oh, ich muss aber alles in diesen Seiten noch können, was dann sowieso nicht abgefragt wird und du dafür den Heftantrag vielleicht gar nicht so richtig stabil drauf hast und dann vielleicht mit noch ein bisschen Druck bei der Abfrage dann vielleicht ein paar Sachen falsch sagst, hast vielleicht, obwohl du viel mehr gelernt hast, 2, 3, 4, 5 Punkte weniger. Und das gleiche auch beispielsweise bei Mathe.
Wenn du Mathe struggles, ich habe es ja in dem, ich habe extra schon ein Video für Mathe gemacht, packen wir euch auch direkt ins i. Ey, wenn du das, wenn du einfach, wenn du da Angst hast, es nicht zu bestehen, dann versuch nicht die ganze Zeit 100.000 komplizierte Aufgaben zu machen und an denen zu verzweifeln. Versuch einfach nur die Basisverfahren auf alle einfachste Weise zu verstehen, weil damit kriegst du schon 60-70% der Punkte und bestehst auf jeden Fall safe. Damit bestehst du safe. Deswegen versucht euch wirklich beim Lernen immer zu fragen, auch wenn ihr allgemein zwischen den Hausaufgaben auswählen müsst, weil ihr nicht mehr genug Zeit habt, um an dem Tag alles zu schaffen. Überlegt euch wirklich, welche ist jetzt gerade die wichtigste? Viertens, bei Hefteinträgen, vor allem an die Mädels, ohne Spaß, so, ich habe großen Respekt davor. Erstens, wie unfassbar schön ihr schreiben könnt und zweitens, wie viel Mühe ihr euch mit Farben und Unterstrichen und was weiß ich für Zeichnungen alles gebt. Aber wenn es darum geht, möglichst effizient gute Noten zu schreiben, ist das in meinen Augen nicht sinnvoll. Sondern wovon ich ein ganz, ganz großer Fan bin, sind komprimierte Zusammenfassungen. Das bedeutet, nicht nur den Heftantrag, wie ihn der Lehrer geschrieben hat, sondern davon nochmal eine komprimierte Zusammenfassung. Mit ein bisschen Skill kannst du die komprimierte Zusammenfassung im Prinzip schon dann schreiben, wenn der Lehrer den Heftantrag macht. Also du musst gleich den Heftantrag erschreiben, du kannst es sofort so verarbeiten, dass du die komprimierte Zusammenfassung daraus erstellst. Weil bei so einer komprimierten Zusammenfassung hast du meistens nur die Hälfte, ein Drittel, ein Viertel von dem Lernaufwand, wie wenn du den ganzen Heftantrag lernen wollen würdest, zu machen. Und trotzdem, bis auf ein paar Details, die dir vielleicht entfallen oder du nicht mit aufgeschrieben hast, hast du das meiste drauf. Das bedeutet, gerade in einer stressigen Situation, wo du eine krasse Prüfungsphase hast, man versucht wirklich mehr mit so komprimierten Zusammenfassungen zu arbeiten, wo du wirklich nur das Allerwichtigste aufschreibst, weil so schaffst du es garantiert. Vielleicht musst du ein paar Abstriche machen, vielleicht ein, zwei Notenpunkte. Who cares, okay? Dafür kannst du dich zumindest auf alle Fächer sehr gut vorbereiten anhand dieser komprimierten Zusammenfassung und du wirst allgemein viel mehr Spaß drin haben, weil du dich nicht so krass reinstressen musst, wirst du ein viel positiveres Gefühl haben, viel besseres Selbstvertrauen, was ich ja auch schon als geheime Eigenschaft im Prinzip für sehr gute Noten gesagt habe. Auch dieses Video findet ihr rechts oben im i, was ihr euch nach dem Video anschauen könnt. Es wird eure Note in meinen Augen nicht nur verschlechtern, nicht nur gleich behalten, bei weniger Aufwand, es kann sie sogar ernsthaft verbessern. Fünftens, im Verhältnis zu allen anderen Personen. Damit meine ich natürlich vor allem die Schüler, die Lehrer, teilweise natürlich auch Sekretariat und Direktoriat. Es ist extrem wichtig, dass du dich in der Schule wohlfühlst. Es ist extrem wichtig. Und gerade das Verhältnis zu den Lehrern und auch oft zu vielen Mitschülern, es ist sehr wichtig und du solltest auch wirklich darauf schauen, dass du einfach dich mit den meisten, und da ist schon das entscheidende Wort gefallen, den meisten sehr, sehr gut gefällst. Nicht gefallen im Sinne von, oh, ich versuche irgendwas zu tun, um Dingen zu gefallen, sondern einfach versuch dich ein gutes Verhältnis aufzubauen und dich gut mit jedem zu verstehen. Aber versuch auch da nicht, wenn du beispielsweise mein Video zu, wie du einen guten Eindruck beim Lehrer machst, auch das packen wir euch ins i. Ich habe keine Ahnung, wie viele Videos eigentlich in so ein i passen. Vielleicht sind jetzt bloß drei drin, die gar nicht, weil das vierte nicht mehr reinpasst, wenn ich vier genannt habe. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, versuch nicht auf Teufel komm raus mit jedem cool zu sein. Weil es wird Menschen geben, die werden dich nicht mögen. Oder es gibt auch Menschen, die haben, kennt ihr diese Mathe-Professoren oder so Physiklehrer, die so in ihrer eigenen Welt leben, so, die haben da kein Interesse daran, sich gut mit dir zu verstehen. Die hassen dich auch nicht, die haben einfach nur, denen ist dieser soziale Faktor nicht so wichtig. Und dann versucht da nicht, denen eben noch ein Geschenk zu machen oder sonst irgendwas, was manche, es gibt ja crazy Sachen, was Leute machen, um irgendwie ein besseres Verhältnis zu haben. Auch da, fokussiert euch einfach nur auf die Leute, wo ihr merkt, ey, das ist auch nicht so schwer, ein gutes Verhältnis aufzubauen. Und das reicht vollkommen. Wenn du irgendein Mathelehrer hast, der den einfach nichts juckt, mach einfach dein Ding, es wird genauso reichen. Und deswegen, wenn ihr auch noch andere Ideen habt, wie man das 80-20-Prinzip auf die Oberstufe oder allgemein auf die Schule fokussieren kann und da anwenden kann, schreibt es ja gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, auf was für kreative Ideen ihr noch kommt oder was für Erfahrungen ihr da auch schon habt. Ansonsten, denk an eine Sache. Ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.